investiert man eigentlich richtig in einer wissenschaftlichen Arbeit? Was eine wissenschaftliche Arbeit ausmacht, habe ich bereits in einem anderen Video erzählt. Hier nur noch mal ganz, ganz kurz, was unterscheidet oder was macht eine wissenschaftliche Arbeit eigentlich aus? Eine wissenschaftliche Arbeit ist eine Arbeit, die einen Gegenstand, einen Forschungsgegenstand mittels wissenschaftlicher Methoden gegebenenfalls, auf jeden Fall aber mit nach wissenschaftlichen Standards untersucht, bearbeitet. Und eben zu diesen wissenschaftlichen Standards gehört das Zitieren. Wie zitiert wird, ist sehr unterschiedlich. Je nach Fach, je nach Disziplin gibt es da unterschiedliche Formate, wie entsprechend zitiert wird. Sie kennen das, Sie haben das bestimmt schon mal in Texten, in Büchern, die Sie für Ihr Studium gelesen haben, gesehen, dass das Zitationen immer sehr unterschiedlich aussehen können. Grundlegend gibt es so drei unterschiedliche Zitationsformen. Eine Form ist die Zitation im Text mit Klammern. Und das heißt also, da haben Sie entsprechend einen Fließtext, dann beginnt eine Klammer, dort steht eine Autorin oder ein Autor, dann eine Jahreszahl, manchmal noch eine Seitenangabe dazu oder einen Seitenabschnitt und dann schließt sich die Klammer und der Text geht entsprechend weiter. Das ist eine Möglichkeit der Zitation. Eine weitere Möglichkeit ist die Zitation ebenfalls in einer Klammer, aber dann entsprechend mit Abkürzungen. Abkürzungen, die dann am Ende des Textes im Literaturverzeichnis dann aufgelöst werden. Und eine dritte Möglichkeit ist die Zitation in Fußnoten. Da sehen Sie dann im Text entsprechend ein Nummernzeichen, das in der Regel höher gestellt ist. Eine 1 zum Beispiel, die dann höher gestellt ist und unten auf der Seite bei einer Fußnote oder auch am Ende des Texts, wenn es eine Endnote ist, finden Sie dann entsprechend die Zitation. Häufig dann etwas ausführlicher, weil in der Fußnote hat man natürlich ein bisschen mehr Platz. Dann wieder Autorin, Autor, manchmal einen Titel noch dazu, eine Jahreszahl, die Seitenangabe und so weiter. Das heißt also, wie genau zitiert wird, also wie das Format einer Zitation aussieht, das ist häufig davon abhängig nach den jeweiligen Setzungen, Regularien innerhalb des Faches oder innerhalb der Community. Bestimmt kennen Sie die auch schon, denn wenn Sie einiges schon für Ihr Studium gelesen haben, in den Texten, in den Büchern, dann erkennt man dann, ja, so machen wir das innerhalb des bestimmten Faches oder innerhalb einer bestimmten Disziplin. Wenn Ihnen das nicht ganz klar ist oder Sie da unsicher sein sollten, dann können Sie entsprechend einfach bei Ihrer Betreuerin, bei Ihrem Betreuer, Ihrer Masterarbeit, Ihrer Bachelorarbeit, Ihrer Dissertation nachfragen und dann haben Sie entsprechend auf jeden Fall die richtige Form gewählt. Sie können auch ganz einfach in den Büchern, die Ihre Betreuerin oder Ihr Betreuer geschrieben hat, herausgegeben hat, nachschauen, wie entsprechend dort zitiert wird. Und in der Regel haben Sie dann entsprechend schon die nötigen Informationen. Einige machen es auch so, also beispielsweise wir in der Medienpädagogik machen das so. Wenn Sie bei mir eine Bachelor- oder eine Masterarbeit schreiben, dann gebe ich Ihnen ein sogenanntes Stylesheet bzw. Template, in dem stehen dann alle Formatvorlagen, sind dann entsprechend schon voreingestellt bzw. stehen entsprechende Hinweise dazu, wie Sie zitieren können, wie das Format aussieht, wie auch das Literaturverzeichnis aussehen kann. Wir machen das deswegen, damit Sie sich, wenn Sie sich mit einer Bachelor- oder einer Masterarbeit beschäftigen, nicht mit diesen Formatsachen beschäftigen müssen, sondern sich auf den Inhalt konzentrieren können, denn darum geht es ja letzten Endes. Also das heißt, zitiert wird sehr unterschiedlich. Da müssen Sie schauen, was in Ihrem Fach, in Ihrer Disziplin so der Standard ist. Aber das zitiert wird, ist definitiv einer der Standards einer wissenschaftlichen Arbeit. Also es wird auf jeden Fall zitiert. Wichtig vielleicht noch zum Format, einheitlich sollte es natürlich sein. Also dass Sie da nicht unterschiedliche Formate mixen, das macht einen etwas unprofessionellen Eindruck. Lassen Sie uns nur noch mal schauen, es gibt unterschiedliche, nicht nur unterschiedliche Formen von Zitaten, sondern auch grundlegend unterschiedliche Zitationen, nämlich das sogenannte wortwörtliche Zitat auf der einen Seite und das andere, das sinngemäße Zitat auf der anderen Seite. Das sind zwei unterschiedliche
Arten von Zitationen. Zunächst zum Sinngemäßen, wie der Name schon sagt, geht es darum, dass Sie einen Gedanken, den eine andere Person, eine andere Autorin oder ein anderer Autor hat, für Ihre Arbeit sinnvoll finden und diese entsprechend mit einem Beleg, mit einem Verweis auf die Originalfundstelle dann entsprechend in Ihre Arbeit einbauen, aber eben nicht wortwörtlich, sondern sinngemäß. Bei einem wortwörtlichen Zitat ist es so, dass Sie dann tatsächlich diesen Text, den Sie gefunden haben, der zu Ihrer Arbeit gut passt, abschreiben bzw. kopieren und diesen dann in Anführungszeichen setzen. Sieht dann so aus, Sie haben entsprechend Ihren Text, dann setzen Sie ein Anführungszeichen, zitieren den Text, den Sie gerne zitieren möchten, enden wieder mit einem Anführungszeichen, wenn die wortwörtliche Zitation endet, setzen dann eine Klammer, wenn Sie zum Beispiel die Klammer-Zitation wählen, nennen den Autor oder die Autorin, das Jahr dazu, gegebenenfalls noch die Fundstelle mit der Seitenzahl, schließen die Klammer und führen entsprechend Ihren Text fort. Das wäre dann ein wortwörtliches Zitat. Bei einem sinngemäßen Zitat würden Sie entsprechend auch den Gedanken mit Ihren eigenen Worten beschreiben, dann wieder die Klammer öffnen, ein VGL, also ein Vergleiche heißt das, VGL Punkt, dann kommt Autorin, Autor, Jahreszahl, häufig noch die Seitenzahl dazu, die Klammer schließt sich und Sie führen Ihren Gedanken entsprechend weiter. Das wäre dann ein sinngemäßes Zitat. Wenn Ihnen das gerade jetzt zu schnell ging, ich würde in den Beschreibungen zu diesem Video hier unten, finden Sie dann entsprechend das Ganze nochmal im Textformat und dann können Sie das nochmal sich genauer anschauen. Ja, das sind so die klassischen Möglichkeiten, wie man zitieren kann in einer wissenschaftlichen Arbeit. Wesentlich ist tatsächlich, dass Sie zitieren. Und da gibt es auch mehrere Gründe, warum es wichtig ist zu zitieren. Der erste Grund ist die Nachvollziehbarkeit. Also das heißt, Sie erzeugen mit diesen Zitationen, machen Sie den Gedanken, den Sie entsprechend entfaltet haben, machen Sie für Ihre Leserinnen und Leser nachvollziehbar. Sie belegen, Sie hauen nicht einfach eine These raus, eine wilde, sondern Sie belegen sie natürlich, dass jemand anderes, eine andere Autorin, ein anderer Autor diesen Gedanken schon mal hatte oder gegebenenfalls auch diese Erkenntnis, die Sie zitieren, in einer anderen Studie schon einmal herausgefunden hat und weisen damit Ihre Leserinnen und Leser darauf hin. Und das führt auch gleich zum zweiten Gedanken, nämlich neben der Nachvollziehbarkeit, neben der Belegbarkeit Ihres Textes, kann es ja auch sein, dass eine Leserin oder ein Leser sagt, hey, finde ich einen interessanten Gedanken, den Sie da entwickelt haben. Ich möchte dazu noch mehr erfahren. Sie gehen aber sozusagen, Sie folgen natürlich Ihrem Thema und analysieren weiter Ihren Forschungsgegenstand. Die Leserin, der Leser sagt aber, hey, das interessiert mich und ich würde da ganz gern noch viel mehr dazu erfahren. Und das kann die Leserin, der Leser, Sie natürlich auch, ne, wenn Sie das entsprechend in einem anderen Text, wenn Sie Zitationen in einem anderen Text entdecken, dann kann das natürlich auch hilfreich sein, um nochmal diesen Gedanken weiterverfolgen zu können. Also die Möglichkeit, Ihren Leserinnen und Lesern zu geben, diesen Gedanken nochmal entsprechend zu vertiefen oder wenn dieser Gedanke noch nicht ausführlich genug war, bei Ihnen vielleicht auch dargestellt wurde, das nochmal genauer an einer anderen Stelle nachzulesen. Und dann gibt es natürlich noch einen dritten Grund, den würde ich so überschreiben mit dem Punkt der Anerkennung. Es ist natürlich auch immer Anerkennung anderer Autorinnen und Autoren, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn wir sie zitieren und dann entsprechend darauf hinweisen zu diesem Thema. Das ist nicht nur ein Gedanke, zu dem ich gearbeitet habe, den ich entwickelt habe, sondern schaut mal bitte bei der Kollegin oder bei dem Kollegen, da gibt es entsprechend auch einiges Interessantes zu lesen. Also auch Anerkennung. Selbst dann ist es Anerkennung, wenn man sich kritisch mit dem Gedanken auseinandersetzt. Ja, soweit zu den Zitationen als Standard guten wissenschaftlichen Arbeitens. Jetzt habe ich noch zwei Tipps für Sie. Der erste Tipp, machen Sie keine zu langen Zitate innerhalb Ihrer Arbeit, denn letzten Endes ist es ja nicht die Arbeit,
der anderen Autorin oder des anderen Autors, sondern ihre Arbeit. Das heißt also, Zitationen sind dann sinnvoll, gerade auch wortwörtliche Zitate, wenn man tatsächlich etwas nicht besser sagen kann, als es bereits von der anderen Autorin oder von dem anderen Autor gesagt wurde. Dann verdient das definitiv ein wortwörtliches Zitat, oder Sie wollen sich in Ihrer weiteren Arbeit entsprechend auf diese Begrifflichkeiten, die entsprechend innerhalb des wörtlichen Zitats verwendet wurden, beziehen. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein wortwörtliches Zitat zu wählen und auch kann durchaus auch mal ein etwas längeres sein. Aber grundsätzlich schauen Sie, dass gerade wortwörtliche Zitate nicht zu lang werden, denn wie gesagt, es ist Ihre Arbeit. Der zweite Tipp, den ich Ihnen gerne noch geben würde, wäre, versuchen Sie nicht, sozusagen sich mit Zitaten mehr oder weniger entlang zu hangeln an einem bestimmten Thema. Also Sie machen keine Collage, sondern Sie schreiben eine wissenschaftliche Arbeit. Und da geht es im Wesentlichen darum, dass Sie Ihrem Gedanken folgen, dass Sie Ihre Forschungsfrage klären, Ihren Forschungsgegenstand bearbeiten und sich natürlich entsprechend von anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Autorinnen und Autoren helfen lassen durch diese Zitate, durch diese Vergleiche, durch diese Belege, die sie entsprechend anführen. Aber sie hangeln sich nicht von einem Zitat zum nächsten, ob wortwörtlich oder sinngemäß, denn das wäre dann eine Collage und weniger eine wissenschaftliche Arbeit. Ja, soweit auch die zwei Tipps noch dazu. Und nun bleibt mir nur noch Ihnen viel Erfolg zu wünschen bei Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, bei Ihrer Bachelorarbeit, bei Ihrer Masterarbeit oder welcher Arbeit auch immer Sie gerade schreiben. Gutes Gelingen weiterhin.